So, hallöchen zusammen, Rupi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Beim letzten Mal habe ich euch schon dieses kleine Set hier vorgestellt, mein kleines Bilder- und Spielebuch mit dem Land der Einhörner. Das enthält 4 Spielfiguren und ein Spielebrett und natürlich auch noch dieses kleine Buch zum Lesen, zum Vorlesen, zum Selberlesen, je nachdem wie man das möchte. Ich finde es eine nette Idee, ihr habt hier 4 tolle kleine Spielzeugfiguren dabei und aus dieser Serie gibt es noch mehr Varianten. Gibt es mit Kätzchen, mit Pferden, kleinen Hunden, Meerestieren und zudem auch noch mit Dinosaurier. Ne? Dino-Freunde, ebenfalls mein kleines Bilder- und Spielebuch, enthält 4 Spielfiguren und ein Spielebrett. Jo, hier oben seht ihr schon 4 Charakter von diesen Dinos. Die seht ihr hier auch diesem Buch ebenfalls abgebildet. Wir haben hier so eine Art Brachiosaurier, Triceratops, ein T-Rex, kleiner Flugsaurier, Parasaurolophus. Und hier haben wir auf jeden Fall den T-Rex, Triceratops, Brachio und einen Stegosaurus. Das schauen wir uns an. Auf der Rückseite haben wir auch noch einen kleinen Begleittext. Das Ganze ist für Kinder gedacht ab 3 Jahren. Die Dino-Freunde. Mein kleines Bilder- und Spielebuch ist ein komplettes Abenteuerset mit einem bunt illustrierten Erzählbuch, 4 Spielfiguren und einem vertikalen Spielbrett. Lies das Buch und erlebe mit den Spielfiguren und dem Spielbrett neue aufregende Geschichten. Jo, das könnt ihr dann hier ausklappen und dann seht ihr das. Das schauen wir uns heute in diesem Video an. Wie schon gesagt, für Kinder ab 3 Jahren zum Vorlesen und später auch zum selber Lesen. Jo, dann würde ich sagen, schauen wir uns das erste Mal hier dieses Büchlein an. Kann man hier einfach rausnehmen und hier hinten geht es weiter. Das ist unser Spielefeld. Das schauen wir uns gleich an. So, das Büchlein ist relativ klein. Wir haben hier gerade eine Breite von nicht mal ganz 18 cm und eine Höhe von knapp 13 cm. Ist ganz dickes Papier, wollte ich sagen. Ist eher ein Karton, ganz dick. Also super geeignet für Erstleser. Die Ecken sind hier auch abgerundet. Ist alles relativ stabil. Hier steht auch noch was hinten drauf. Dino-Freunde. Es ist ein aufregender Tag für eine Gruppe Dino-Freunde. Sie wollen die Gegend erkunden und Spaß haben. Was werden sie heute erleben? Das schauen wir uns an. Ich kann euch natürlich nicht das ganze Büchlein zeigen, aber zumindest mal 3 Seiten oder so. So sieht's aus. Ist also ganz nett bunt gezeichnet. Ganz einfach. Entsprechend sind auch die Figuren dann gestaltet. Ihr seht ziemlich fettgedruckte große Schrift. Ich lese euch mal kurz vor. Während die Sonne ihre ersten Strahlen auf einen herrlichen Morgen wirft, trifft sich eine Gruppe Dino-Freunde, um einen vergnüglichen Tag zu erleben. Die Gruppe begrüßt ihren Freund, den Apatosaurus. Aha, ist ein Apatosaurus, kein Brachiosaurus, der gerade in seiner Höhle erwacht. Jo, hier sehen wir ihn, den Apatosaurus, ein kleiner Flugsaurier, den Tyrannosaurus Rex, Triceratops und den Stegosaurus. Die 4 Figuren finden wir auch als tatsächliche 3D-Spielfiguren in diesem Set mit beiliegen. Ja, also schön bunt illustriert, ganz einfach gemacht, super als gute Nachtgeschichte, ja, oder sonst irgendwie was. Dann haben wir hier die nächste Seite. Das wird ein Wettrennen. Die Dinos laufen über die Hügel, um herauszufinden, wer der Schnellste ist. Das Triceratops-Mädchen flitzt an allen Freunden vorbei. Was denkst du, wo sie hinwollen? Ja, dann haben wir hier noch eine weitere Seite. Das Rennen ist beendet. Alle Freunde sind am Teich angekommen. Sie springen hinein und planschen lustig umher. Der Stegosaurus blubbert unter Wasser und schaut zu, wie die Blasen aufsteigen und platzen. So sieht das Ganze aus. Goldig gezeichnet. Ne? Ganz lieber T-Rex, goldiger Triceratops, kleiner Flugsaurier und der Apatosaurus. So, und so geht es natürlich weiter. Insgesamt haben wir hier 14 Seiten inklusive den Umschlagseiten. Das mal zu dem Büchlein. Jetzt schauen wir uns mal die Figuren an und anschließend auch noch dieses Spielefeld hier, wo man dann die Figuren draufstellen können. Das Buch ist auch total goldig gestaltet. Hier seht ihr Fußstapfen von Dinos, ganz bunt. Das geht hier rundherum. Das ganze Ding ist relativ dicker Karton, macht einen wertigen, stabilen Eindruck. Hier, wie schon gesagt, das Spielefeld und hier unsere Figuren. Ja, ich nehme es mal hier aus der Verpackung. Hier könnt ihr es dann wieder aufbewahren, wenn ihr nicht mehr damit spielen wollt. So, einfach das hier wegmachen und schon kommen wir an unsere 4 Figuren dran. Ich ändere mal kurz die Kameraperspektive. Jo, und dann fange ich doch auch mal gerade an mit dem T-Rex hier. Also ganz einfach, ganz lieb gestaltet, ne? Grinst freundlich, nicht böse oder so irgendwie. Die Figürchen haben eine Länge von circa 5,5 cm, eine Höhe
ja, auch so knapp 4 cm. Der Apatosaurus ist natürlich ein bisschen größer. Ganz einfach modelliert. Der T-Rex hat jetzt hier zum Beispiel auch 3 Krallen. Das ist jetzt nicht unbedingt realistisch, aber auf jeden Fall super knuffig gemacht. Goldig, was steht hier? Feidel oder Pedal, das ist der Verlag, von dem diese ganze Geschichte hier ist. Hat 3 Streifen über den Rücken. Der Kopf ist wirklich lustig gemacht. Die Zähnchen stehen ein bisschen über. Goldig, ne? Also ganz, ganz einfach. Einfacher geht's fast gar nicht, aber auch nett bemalt. Nett, ja, nett heißt nicht gut, denn ihr seht ja, das Schwarz ist nicht unbedingt getroffen. Hier auch noch ein bisschen verkleckst. Aber ich meine, kleine Kinder haben jetzt nicht unbedingt den Anspruch wie erwachsene Sammler. Von dem her, das ist absolut okay. Kann er eigentlich stehen? Oder kippt er gleich nach vorne? Ja, er kippt gleich nach vorne. Kann nicht stehen, das ist natürlich ganz schlecht. Der Kopf ist ein bisschen zu schwer von diesem kleinen Tyrannosaurus Rex. Ist aber für kleine Dino-Fans auf jeden Fall zu empfehlen. Ich find's total putzig. So, als nächstes haben wir hier Pflanzenfresserchen, des Triceratops Mädchen, wie es hier heißt. Ihr seht, die Pupillen, ja, auch nicht unbedingt gleich bemalt. Also die Pupillen stehen nicht unbedingt gleich, aber die 3 Hörnchen haben sie extra bemalt. Ja, guckt nett, guckt lieb, nicht böse oder sowas. Das Schild hier ganz einfach gemacht. Auch noch ein paar orangene Kleckse am Rand entlang. Dann hier dein Bauch, den haben sie so im Weiß bemalt. Die Krallen hier vorne auch noch ein bisschen mit Orange. Ja, mehr ist es nicht. Die Knie haben sie ja auch noch ein bisschen angedeutet. Also auch eine ganz einfache Figur, aber Kinder werden es wahrscheinlich mögen. Ist auch nicht so typisch für Jungs, sondern durch die weiche Form vielleicht auch ein bisschen was für Mädchen, die sich tatsächlich für die Urzeittiere interessieren könnten. Also ganz goldig gemacht. Ne, hier die beiden mal gegenüber. Ihr seht ja, die Größe ist in etwa gleich. So, dann als nächstes haben wir hier den Stegosaurus. Ja, mit den typischen charakteristischen Rückenstacheln oder Rückenplatten haben sie rot bemalt. Noch ein paar Punkte auf der Flanke. Auch hier so die Knie ein bisschen angedeutet. Die 4 kleinen Stacheln hier noch am Schweif. Haben sie auch nicht vergessen. Ja, ist doch goldig. Der Kopf auch ultra einfach gemacht. Guckt auch lieb, ne? Nicht irgendwie traurig oder böse oder sowas. Ebenfalls ein Pflanzenfresser in Gelb und Rot. Und dann haben wir auch noch den Apatosaurus, ne? Und wenn ich so die Stellung hier sehe, ist das für mich trotzdem eher ein Brachiosaurus. Ziemlich schmaler Körper, relativ kurzes Schwänzchen. Beim Apatosaurus ist alles ziemlich lang, sowohl der Hals als auch der Schweif. Und der Körper ist auch eher ein bisschen in die Länge gestreckt, ne? Aber okay, der Verlag möchte das so, von dem her, was soll man da sagen? Ja, Kopf auch mega einfach gestaltet. Ihr seht hier das Auge auch nicht ganz so sauber reingekleckst, wie es hier zum Beispiel der Fall ist. Blau und hier so ein bisschen Cremefarbe über den Bauch, genauso das Schnäuzelchen, die Augen weiß mit einer schwarzen Pupille. Ganz einfach, mehr ist es nicht. So, und jetzt stelle ich die alle 4 mal nebeneinander, dann seht ihr die mal zusammen. T-Rex wird schwierig, warte mal. Lass ich mal hier beim Stego ein bisschen aufstützen. Ja, das sind die 4 Figuren, die ihr hier findet. Ich finde sie absolut kindgerecht und da sie aus Gummi, aus einem festeren Gummi sind, kann hier auch nichts kaputt gehen. Ich meine, klar, die Ärmchen von T-Rex, irgendwie kann man die auch abknicken, aber sind auf jeden Fall relativ unempfindlich. Wie gut die Farbe hält, konnte ich jetzt nicht testen. Das wird man sehen. Auf jeden Fall ist eine nette Beigabe zu diesem Buch. So, und damit die hier auch jetzt noch eine schöne Kulisse kriegen, haben wir natürlich unser Spieleset bzw. das Display, was wir hier aufstellen können. Ne, hier oben sehen wir noch ein bisschen Landschaft, ein grüner Hügel, Pflänzchen, Büsche und so weiter. Man ist sich ja nicht ganz so sicher, ob es tatsächlich schon Gras gab. Manche sagen ja, manche sagen nein. So, und hier können wir dann auch noch dieses Spielefeld aufklappen, einfach hier rausklappen und zack, haben wir auch noch ein bisschen mehr Landschaft. Ist nett gemacht, hier ein Fels, das hier könnte Wasser sein, noch ein Busch, ja, und hier nochmal Wiese, 2 so urzeitliche Palmen und ein puffender Vulkan im Hintergrund. Ja, und dann seht ihr auch noch hier oben einen weiteren Hügel zum Spielen. Und hier könnt ihr halt eure Dinosaurierfiguren aufstellen, wie euch das gefällt. Ne, die 3 hier unten. Der T-Rex kann sich noch hier oben verstecken.
bleibt sogar stehen, Jubel, Jubel, Freu, Freu. Ne? Also habt ihr gleich noch die Möglichkeit, hier noch ein bisschen mitzuspielen, so wie es halt euch oder eurem Kind gefällt. Diese Spielebücher kosten so zwischen 5 und 7 Euro, also nicht allzu teuer, und was er dafür kriegt, ist schon absolut okay. Und das Schöne ist halt, wenn Kind fertig ist mit Spielen, kann man es wieder hier reinpacken, hier oben wieder verstauen, und das Ding ist eine aufgeräumte Geschichte. Ne? Was mir nicht ganz so gut gefällt, das sage ich einfach, wie es ist. Das ist die Tatsache, wenn ihr das Büchlein hier wieder reinmacht und ihr stellt es halt auf, ne, dann wird das Buch im Laufe der Zeit halt ja rauskippen, oder ihr seht ja, die Seiten gehen hier wieder auf. Ne, so sieht es dann von der Seite aus, ist natürlich nicht ganz so schön. Wäre toll, wenn man das so gestaltet hätte, dass das Buch auch wirklich flach hier wieder drin ist, wenn man es so einfach aufstellen möchte. Aber naja, den Anspruch hat man vielleicht auch gar nicht. Ne? Okay, ja, dann würde ich doch sagen, was ist dazu? Dino-Freunde, mein kleines Bilder- und Spielebuch. Toll zum Vorlesen, für Leseanfänger. Was zum Spielen, was zum Lesen und vielleicht auch sogar ein bisschen was zum Lernen. Okay, dann wünsche ich viel Spaß bei allem, was ihr als nächstes tut. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen, sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay! Yeah.